Hallo, Freunde der Sonne. Purple, yellow and red. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Henry. I hope you guys are doing well. I do pretty well. Unless I have to shoot this video for the second time because the first time I did like a little mistake on the audio. The microphone wasn't plugged in and I filmed for nothing. You guys have voted actually in the last video that I should do a tutorial in German. These famous phone straps are like all over my Pinterest right now, all over TikTok, all over social media right now. To have like an idea. It looks like this. So here I am actually switching now to German, showing you guys how it's been done. And without further ado, let's jump right into the DIY. So before we start actually the video, I wanted to say something very, very exciting. There will be another mismatched necklace drop coming up next week on the 17th of April. So mark your calendars actually, guys, if you want to get one of my mismatched necklaces or even bracelets, what I'm also offering this mismatched drop, you should check it out. It's on the 17th of April on 12 p.m. CET, so Central European time. That is very, very important. So don't miss. If you want to get one, be early. That's just the thing that I can say. But yeah, let's jump right into the DIY and switch back to German. By the way, in my first take, actually, that didn't record well, actually, with the audio. I was testing out cold brew tea. And what I can say, I can fully recommend it. You might know, actually, from my social media, or like, if you know me, guys, actually, you might know that I'm addicted to putting ice in everything that I drink. Even my cereals. I put ice cream in my cereals. I know it's weird, but I like it. And since I do not like hot drinks or beverages, I tend to put like ice in everything. So I was thinking of like, why not doing cold brew, which is like a coffee brew with tea, like do the same thing with tea. And I tried this and I really much liked it. So jetzt sprich ich Deutsch. Für unser Tutorial heute, wie ich schon gesagt habe, werden wir ein iPhone-Strap oder ein Phone-Case-Strap machen. Die sind ja gerade super trendy und ich dachte mir, da ich ja schon solche Mismatch-Necklaces hier mache und verkaufe, dachte ich mir, warum probieren wir das nicht mal aus und es ist eigentlich dasselbe Prinzip, nur eben eine kürzere Strap. Ich habe hier jetzt schon mal diese Perlen vorbereitet in so einem kleinen Schüsselchen. Das sind wild gemixte Perlen. Ich habe hier einmal ein Theme gemacht, das war Blue Brown. Und hier werde ich ein Theme machen, es ist completely wild mix. So, mein Zimmer ist ein komplettes Mess und damit ihr das Mess noch besser betrachten könnt, zeige ich dieses Mess jetzt aus der Vogelperspektive. So, also das ist hier meine Arbeitsfläche, I know, completely chaotic. Was wir dafür brauchen, ist natürlich so ein Phone Strap. Dieses Phone Strap Ding habe ich bei uns noch zu Hause rumfliegen lassen. Dieses Ding habe ich zu Hause bei uns basically gefunden und ihr könnt das aber auch theoretisch einfach online kaufen. Sowas kostet nicht viel auf Amazon oder so. Und natürlich hier unseren Wild Mix aus Perlen. Ich habe jetzt richtig nice Poolperlen, Würfelperlen, noch kleinere. Schaut euch das an, das sind Zitronenperlen. I mean, what the? This is so cool. Und ja, sonst noch ganz viele andere bunte Perlen. Und daraus werden wir jetzt ein Phone Strap machen. Und um erstmal zu starten, braucht ihr einen Draht. Ich benutze hier 7-Strand-Draht. Also er besteht aus 7 Strängen. Und dieser ist ummantelt mit so einer Silikonumschichtung, damit der nochmal zusätzlich geschützt ist und auch rostfrei ist. Und das ist mega nice. Und dafür braucht ihr ungefähr 33 cm. Ich mache das ja hier gerade schon alles zur Zeit machen. Deswegen weiß ich genau, wie lang das sein muss. Letztendlich braucht ihr eigentlich nur 30 cm, aber ich rechne 3 einfach nochmal drauf, weil ihr ja diese Enden sichern müsst und zurückperlen müsst. Und dafür müsst ihr quasi den Draht umbiegen und quasi wieder zurückfädeln. Und da braucht ihr ein bisschen Platz. Deswegen nehme ich mal so 1,5 cm pro Seite. Was ihr auch braucht, um es zu verschließen, sind solche Quetschperlen. Also prinzipiell, wenn ihr so eine Kette anfangen wollt, müsst ihr natürlich erstmal den Anfang bauen. Und dadurch, dass ihr quasi diese Perle zuquetscht, müsst ihr sie erstmal auf den Draht tun oder draufperlen.
Dann nehme ich hier unser Phone Strap. Was ich gemacht habe bei diesem Phone Strap ist, ich habe nochmal so einen kleinen Ring durchgefädelt. Also das ist dieser kleine Ring, den ich dann noch durchgefädelt habe, um quasi einfach den Draht zu befestigen. Ihr müsst das hier durch den Ring einmal führen. Ich habe das gerade hier schon mal gemacht. Und dann, bitte, um es nochmal schöner zu veranschaulichen, ihr führt es durch den Ring einmal durch. Dann biegt es um und führt es zurück in eure Quetschperle. Und dann zieht ihr diese Quetschperle nach oben und nehmt eure Zange, die ihr auch braucht, und quetscht es zu. Genau, dann sieht das so aus. Der eine Draht steht jetzt ein bisschen ab, aber das ist nicht schlimm. Und wenn das Ganze zu ist, dann könnt ihr eure allererste Perle tatsächlich nehmen und die da drauf tun. Wenn ihr das aufgeperlt habt, tut ihr, oder ist es ganz wichtig, dass ihr diesen zusätzlichen Draht, der da so ein bisschen abgestanden ist gerade eben, noch mit aufperlt. Also dass das quasi so beides da drin ist. Dann ist es nämlich fest und geht nicht so leicht auf, beziehungsweise geht eigentlich gar nicht auf. Und dann fangt ihr an, das Ganze aufzuperlen. Ich werde hier so einen kompletten wilden Mix machen. Also ich habe davor immer blau genommen, dann die nächste Farbe und immer abgewechselt. Nie so Farben hintereinander gesetzt, sondern einfach immer unterschiedliche Farben. Was ich auch noch hier habe, ist Perlen mit Buchstaben. Das finde ich auch ganz cool. Damit könnt ihr die Kette sogar personalisieren. Ich habe jetzt Chaos geschrieben. Das werde ich euch später gleich nochmal zeigen, genau, wenn es dran ist. Aber ich fange jetzt hier einfach mal an. Also blau, weiß geperlt, jetzt rot. Dann kommt auch schon die nächste coole Perle. Das ist diese hier, diese Billardperle. Sieht mega nice aus. Danach würde ich einfach jetzt mal grün sagen, orange. Und so geht es dann immer weiter. Dann kommt wieder blau. Hier eine Zitrone. I mean, what? Das ist so cool. Ich hier so eine nice Marienkäfer-Perle. Mega süß. Dann mal wieder schwarz. Hier habe ich auch einen schwarzen Würfel. Der ist auch richtig nice. Der taugt mir richtig. Genau, und diese Perlen, das sind teilweise Holzperlen. Das sind, also ich habe da echt alles genommen. Plastikperlen, Acrylikperlen. Und wenn ihr dann da oben angekommen seid, seht ihr schon, dass das ziemlich eng wird. Genau, und dann habt ihr eure Strap schon mal fertig. Und das sieht dann so aus, quasi. Jetzt müssen wir es nur noch verschließen und dafür braucht ihr eigentlich wieder so eine Quetschperle. Dafür führt ihr das wieder durch den Ring, so wie da ganz am Anfang. Also ihr führt das wieder durch den Ring. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht bei diesem ganzen chaotischen Hintergrund. Hier mal eine Fläche frei. So, also ihr führt das wieder durch den Ring und dann führt ihr das wieder zurück durch diese Perle. Ihr seht, 33 cm sind schon ein bisschen knapp. Es geht, aber sehr knapp. 34 wären vielleicht fast sogar besser. Naja, auf jeden Fall führt ihr das durch die Quetschperle wieder zurück und durch die erste Perle. Und dann könnt ihr den Faden schon versuchen festzuziehen, indem ihr mit der Zange ein bisschen dran zieht. So, und dann sollte das so aussehen, dass ihr quasi dass es so ein bisschen absteht hier und fest ist. Und dann könnt ihr das Ganze natürlich zuquetschen und dann ist das auch schon fertig und fest und es ist super easy und den Rest könnt ihr entweder noch weiter aufperlen, also auffädeln durch die weiteren Perlen oder einfach abtrennen mit einer Nagelschere, super easy und dann habt ihr euer nices Phone Strap. Ja, es sollte eigentlich relativ fest sitzen. Genau, und sieht so aus. Und zum Glück habe ich die Montage schon gefilmt gehabt im ersten Take. Mein Gott, das ist so ein Fail, wirklich. Aber gut, und die zeige ich euch jetzt. So, also ich finde ehrlich gesagt, diese Phone Straps,
sind mega, mega cool. Und ich bin echt kurz am Überlegen, ob ich die nicht auch in meinem Shop auf Mismatched auch mit dazu aufnehmen soll. Bin mir aber noch ein bisschen unklar. Ich werde die erstmal ein bisschen testen, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass die gar nicht so viel hermachen. Also sie sehen cool aus an den Handyhüllen. Aber ich glaube, dass sie ziemlich nervig sein können nach einer Zeit. Und ich meine, man kann sein Handy damit tragen, aber ich zum Beispiel tue mein Handy eigentlich nur in die Hosentasche und brauche das gar nicht. Aber ich überlege mir auf jeden Fall, was ich damit machen werde. Switching back to English, actually. So, I hope you guys liked this little tutorial. I really pretty much enjoyed it. It's super easy, it's super fast, pretty nice, very trendy, very Pinterest artsy inspired TikTok. Social media, Instagram, okay, my head is burning right now. I hope you guys like this video. If you do, then feel free to give it some thumbs up. If you haven't subscribed to the channel yet, feel free to subscribe to the channel for more DIY videos in the future. And let me know in the comments, actually, if you like these kind of German tutorials. I know this will be a pain of typing all the subtitles on English in this video, but let's see. I mean, let me know in the comments below if I should do more German videos or not. And yeah, I can't wait to be back in the next video for you guys with something very, very special, more DIYs on maybe crocheting. I've planned something, but I'm still working on it. But yeah, I see you guys soon. I love you. I'm out. Bye-bye. Ciao.